Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich die 14 Neuzugänge aus dem Monat Mai. Ja, es sind 14 Bücher geworden, tatsächlich auch relativ viele in echter haptischer Form. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum ich so viele haptische Bücher in diesem Monat habe einziehen lassen, wo ich in diesem Monat, ich glaube tatsächlich, mehr digital gelesen und gehört habe, weil ich durch meine Sehnenscheidenentzündung, die ich im rechten Arm habe, was zum Teil auch dazu führte, dass ich Daumen und Zeigefinger nicht so richtig Kraft hatte zum Festhalten, kaum haptische Bücher lesen konnte. Ja, das ist wirklich was, was dann mit E-Book-Reader in der linken Hand und dem Relax-Holder super funktioniert hat oder natürlich auch auf den Ohren. Aber es sind dann doch 9 echte Bücher geworden. Es sind 3 E-Books eingezogen und 2 Hörbücher. Zu den neuen Büchern oder zu den echten Büchern waren aber auch ein bisschen was Tauschticket-mäßiges dabei, aber auch ein paar Rezensionsexemplare, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich bin aktuell auch beim 14. Buch, habe aber noch 3 Tage, also es ist jetzt Samstag, bevor ja, der Juni sozusagen endet. Und vielleicht schaffe ich noch ein Buch jetzt in den nächsten 3 Tagen zu lesen. Dann hätte ich ein Buch mehr gelesen, als eingezogen ist. Aber ansonsten würde es jetzt zum aktuellen Stand Gleichstand sein. Also 14 Bücher neu und 14 Bücher gelesen, gehört. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, wieder mal ein ganz guter Schnitt, über den ich mich sehr freue. Und ich finde, man sollte sowas immer so ein bisschen in Relation sehen. Und es darf ja durchaus auch mal ein bisschen über die Stränge geschlagen werden. Das ist ja einfach jedem selbst überlassen. Bevor wir mit den Büchern anfangen, ihr seht im Hintergrund schon meine Nuimos. Es ist neu eingezogen Minnie Maus samt neuem Sommeroutfit. Auch Winnie Pooh hat ein neues Outfit bekommen und Ariel. Ja, damit hat mich Becky komplett angefixt, wie man sieht. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Also ich glaube, so alle liebsten Charaktere, ich liebe Äugle noch ein bisschen mit Belle von Die Schöne und das Biest, sind jetzt aber hier und ich fand jetzt auch schön, dass wir noch ein bisschen weibliche Unterstützung bekommen haben, dass Ariel hier nicht so ganz alleine ist und ja, also ich bin sehr happy über meine Nuimo-Sammlung bisher und auch die Sommeroutfits, also gerade das hier mit den Monstera und da muss ich echt sagen, wenn es das in groß gäbe, könnte ich mir das an mir auch vorstellen. Aber zu den Büchern. Ihr findet alle Bücher und die Thalia Field Links unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch vielleicht den Klappentext ansehen wollt oder mehr zu den Büchern wissen wollt. Ein Buch ist dabei, da gibt es einfach keinen Link mehr, weil das Buch so alt ist. Das werde ich aber dann sagen, wenn ich dran denke. Dementsprechend findet ihr das nicht, aber sonst könnt ihr euch das anschauen. Ich bin ja jetzt beim Thalia Partnerprogramm. Das heißt, wenn ihr mich hier gerne irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr natürlich da über den Link einfach bestellen. Die Erklärungen sind aber auch unten. Und es sind 14 neue Bücher plus 1, was nicht auf dem Sub kommt. Das zeige ich euch dann ganz am Ende. Aber wir beginnen jetzt mal mit dem ersten Buch. Und zwar ist das Die Türen von Theseus von Sarah Backes. Hier wurde ich von der Autorin direkt angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte an ihrem Buch. Ich glaube, es ist sogar ein Self-Publishing-Buch. Sie hat es auch direkt signiert und liebe Grüße reingeschrieben. Das hat mich super gefreut. Ja, wird über Books on Demand vermarktet, ist ein Mystery-Roman und war dann doch dicker, als ich erwartet habe mit 500 Seiten. Ich hoffe, dass ich es jetzt im Juni vom Gewicht hinbekomme, irgendwie auch dann die echten haptischen Bücher zu lesen, weil es sind jetzt auch wirklich 3, 4 spannende echte Bücher bei mir eingezogen, die ich dann auch einfach gerne gelesen hätte. Wir treffen hier die schüchterne Momo, die einer Duftspur aus Kindheitstagen folgt und landet dann in einer alten Stadtvilla und die hat eine ungeahnte Welt unglaublicher Fantasiegebilde und seltsamer Bewohner. Es gibt eine freundliche Hausherrin, die die junge Memo in ihren Bann zieht und sie dann auch in die tiefen Gemäuer des verwunschenen Hauses hineinzieht. Und das soll alle erdachten Träume erfüllen. Und es heißt aber dann hier relativ weit unten, dass sich auf einmal ein unwirklicher Kampf um Leben und Tod befindet. Und das klang wirklich super spannend und interessant. Und ich habe jetzt auch schon auf Bookstagram von, ich glaube, vom Gedankenlabor die Rezension gesehen, die tatsächlich sehr angetan war, aber auch schon gesagt hat, dass es sehr explizite Gewaltszenen oder brutale Szenen gibt. Finde ich persönlich in Dark Fantasy, High Fantasy nicht ganz so extrem und schlimm wie bei Jugendbüchern vielleicht, aber ich bin hier super neugierig und freue mich darauf, weil das Cover ist unter anderem auch richtig, richtig toll. Also die Aufmachung ist großartig. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Covergestalter irgendwie drin steht. Warren Design.
Kenne ich jetzt nicht, aber da bin ich super gespannt und danke Sarah für ja, das Rezensionsexemplar. Dann habe ich bei Tauschticket das letzte Nashorn ertauscht von Lawrence Anthony, was ich von einer aussterbenden Tierart über das Leben lernte. Ich habe von Lawrence Anthony schon das Buch, genau, Der Elefantenflüsterer gelesen und habe von seiner Frau auch das Buch hier, Der Elefant in meinem Garten, steht irgendwo gegenüber und ich freue mich auf beide Bücher, also sowohl auf das Nashorn als auch die Elefanten. Lawrence Anthony war ja bekannt als Naturschützer und er prüft jetzt hier und ist unterwegs wegen dem nördlichen Breitmaul-Nashorn, das noch in freier Wildbahn lebt. Und er ist fest entschlossen, die Rhinos vor dem Aussterben zu retten. Doch dann kommen die starken Nachfragen ihrer Hörner, was natürlich das Leben von ihnen bedroht. Und das hat er in dem Elefantenbuch erzählt. Er hatte dann auch ein Schutzgebiet und hatte dort Ranger und er stellt sich eben unerschrocken gegenüber Wilderer und es gibt Rebellengruppen und unbewegliche Regierungsbürokratien und dann gibt es auch noch eine schreckliche Dürre und es gibt auch ein paar farbige Bilder, das habe ich schon gesehen. Ich glaube, das möchte ich jetzt nicht zeigen, das ist gerade so ein ermordetes Tier, aber man hat hier auch ein paar farbige Bilder. Also ich bin sehr gespannt, ich fand das mit den Elefanten richtig, richtig toll, das war auch wirklich ein richtig tolles Buch, habe ich nur als E-Book, glaube ich, gelesen und habe mich dann dazu entschlossen, das letzte Nashorn als echtes Buch mir zu besorgen über Tauschticket und das andere Buch von seiner Frau, ich glaube auch Elefanten im Frühstück oder irgendwie so, oder in meinem Garten, ich bin mir gerade nicht mehr, ich glaube im Garten, ne? Ich sehe es nur gerade nicht, sonst könnte ich es nachlesen. Auf jeden Fall, darauf freue ich mich auch, das hat sie dann weitererzählt, weil Lawrence Anthony leider nicht mehr lebt. Und ich bin da super neugierig und freue mich darauf. Und habe das eben in haptischer Form, ich glaube, zu Geburtstag oder Weihnachten geschenkt bekommen. Das erste E-Book ist dann Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern von Irene Valeo. Das Buch habe ich über NetGalley bezogen. Da kann man ja E-Books und Hörbücher als Rezensionsexemplare anfragen. Und ich habe mich super gefreut, denn hier hat mich der Klappentext so sehr angesprochen. Das ist mir ein paar Mal, ich glaube auch bei Instagram, über den Weg gelaufen. Und dann bin ich ja natürlich auch nur Nutzer und kann manchmal nichts dafür, wenn einem Bücher über den Weg laufen. Denn es heißt hier so schön, das Buch ist eine der schönsten Erfindungen der Menschheit, da kann ich nur zustimmen, denn Bücher lassen Worte durch Zeit und Raum reisen und sorgen dafür, dass Ideen und Geschichten Generationen überdauern. Irene Valeo nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch die faszinierende Geschichte des Buches von den Anfängen der Bibliothek von Alexandria, wie schön, bis zum Untergang des Römischen Reiches. Dabei treffen wir auf rebellische Nonnen, gewiefte Buchhändler, unermüdliche Geschichtenerzählerinnen und andere Menschen, die sich der Welt der Bücher verschrieben haben. Und das klang einfach toll. Und ich mag Bücher, wo es um Bücher geht. Und ich bin ein absoluter Lesenerd. Und von daher kann ich da nie genug Geschichte zu den Büchern, zu Geschichtenentstehungen irgendwie lesen. Und ich hoffe auch, dass wir ein kleines Weilchen in Alexandria in Ägypten verbringen. Das wäre ja noch so eine Stadt, die mir in Ägypten fehlt, die ich aber auch irgendwann noch sehen möchte. Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Das neue Buch von Beth O'Leary ist bei mir als Hörbuch eingezogen. Up to date, 3 Dates machen noch keine Liebe oder doch. Das höre ich aktuell, habe noch wenige Prozent und werde da auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche dann auch darüber berichten. Jetzt am kommenden Samstag gibt es auf jeden Fall eine Bücherwoche. Es geht um 3 Frauen, 3 Dates und einen Mann, der irgendwie nicht auftaucht. Wir haben diese 3 Frauen, die im Grunde ganz woanders irgendwie alle irgendwie im Leben stehen, andere Ideen haben über Beziehungen, die Liebe. Ist es eher eine Affäre oder ist es irgendwie irgendwie in der Richtung? Das war jetzt sehr viel irgendwie. Und dann haben wir hier eben Joseph Carter, der eben bei verschiedensten Dates nicht auftaucht. Und dann gibt es wiederum ein Gespiel mit diesen 3 Frauen, die dann eben nach Alternativen suchen müssen, wenn sie zum Beispiel vorgegeben haben, sie kommen mit einem Date dahin, dass er ihnen das Leben rettet. Und es ist so verwirrend, wie es tatsächlich auch ein bisschen klingt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so aktuell bei ein bisschen was über der Hälfte nach wie vor meine Meinung, dass ich noch kein klares Bild der 3 Frauen habe. Aber, weil die doch sehr ähnlich sind, obwohl sie stimmlich tatsächlich im Hörbuch unterschieden werden. Aber bei 3 Frauenstimmen finde ich es wiederum auch ein bisschen schwierig, da Unterschiede herauszuhören. Bis jetzt kommt für mich weder an Love to Share noch an Time to Love ran. Es ist aber kein Abbruchbuch wie das aus dem letzten Jahr. Also ich bin bei über, 60% oder so um die 60%. Werde
das jetzt auf jeden Fall am Wochenende auch noch beenden und ja, finde es bisher okay. Also es gibt einige sehr schöne Aspekte, aber auch ein bisschen was mich einfach verwirrt und mir nicht so gut gefällt. Ja, aber gucken wir mal, was ich dann in der Bücherwoche erzählen werde. Ein Buch, das ich auch mal irgendwann in der Flow oder in der Hücke entdeckt habe, ist Die Kunst des Ausruhens von Claudia Hammond. Das habe ich dann bei Tauschticket entdeckt und habe es mir dort eben auch einfach ertauscht. War wirklich in einem sehr guten Zustand. Hier oben sind so ein paar Abdrücke, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Es ist ein gebrauchtes Buch, ist ein Mängelexemplar und ja, das ist gar nicht schlimm. In einer Zeit, in der unser Leben so hektisch zu sein scheint wie nie zuvor, war das Abschalten noch nie eine größere Herausforderung. Die Kunst des Ausruhens zeigt uns, wie es geht, sagt zumindest Matt Haig. Und es geht hier um wichtige Aktivitäten, die dem Menschen dann eben auch helfen sollen, echte Erholung zu finden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich darin ein bisschen verbirgt. Ich glaube, grundsätzlich bin ich schon ein Mensch, der gut entspannen kann, der auch wirklich achtsam mit sich und der Umwelt umgeht, allein einfach, was ich in der Vergangenheit auch schon durchgemacht habe, als ich nicht auf mich gehört habe. Und es geht hier zum Beispiel um Fernsehen, Tagträume, Zeit in der Natur, Lesen, Rezepte und so weiter. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf. Ja, ist ein Sachbuch, ja, bin ich neugierig und hoffe, dass ich da ein bisschen was Spannendes drin finde. Dann ist das zweite Hörbuch eingezogen. Die Marvela von Danielle Clayton ist ein Hörbuch, was ich auch schon gehört habe, was ich leider abgebrochen habe. Ursprünglich bin ich darauf aufmerksam gemacht worden von der lieben Anka. Ich glaube, sie hat das in irgendeinem Neuerscheinungs-Hangout auch erzählt. Und es hatte so ein bisschen Harry Potter-Vibes und diesen Gedanken, dass wir hier eben ein junges Mädchen haben, was in eine Schule kommt, die über uns sozusagen ist. Und wir sind als Nicht-Magier wieder die Aufsätzigen, aber eben auch sie als eine der ersten ihrer Zunft, die seit Jahrhunderten im Grunde das erste Mal wieder die Schule betritt, ist so ein bisschen der Außenseiter. Und ich hatte wahnsinnig viele Harry Potter-Vibes und viele Nevermore-Vibes. Und natürlich, wenn man vielleicht die beiden Geschichten nicht kennt, oder ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass da was abgeschrieben ist, das, so weit geht es tatsächlich nicht, aber es waren Beschreibungen von Mitschülern, von Lehrern, von Situationen, wo ich wirklich dachte, das gibt es gefühlt fast eins zu eins irgendwie in einem Harry Potter oder auch wenn ich an so verschiedene Hausdinge denke, was man bei Nevermore zum Beispiel hatte. Ich glaube, dass es eine schöne Geschichte ist für Kinder und Jugendliche, die vielleicht die anderen Geschichten noch nicht kennen oder vielleicht auch noch nicht so viel im Kinder-Jugendbuchbereich gelesen haben, aber die Ähnlichkeiten konnte ich einfach nicht einfach ignorieren, sondern mir sind sie so ins Gesicht gesprungen und hätte ich Harry Potter lesen wollen, würde ich einfach zum Original greifen. Dementsprechend, ja, war das nicht ganz meins. Anders dann wiederum Magic Sparks, der erste Teil der Firebrand-Reihe von Helen Harper. Das ist ja die Autorin von Hexfiles und hier muss ich echt sagen, mir hat dieses Buch richtig, richtig gut gefallen. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich überlege gerade, ich habe es mir als E-Book aufgeschrieben, habe ich es gelesen, habe ich es gehört. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das sogar gehört. Dann passt meine Statistik nicht. Dann sind es nämlich 3 Hörbücher und nur 2 E-Books. ja, ich habe Magic Sparks tatsächlich gehört, würde ich jetzt mal so in Gedanken vermuten. Und ja, ich mochte ja Hexfiles super gerne. Ich mochte die Trilogie, ich mochte die Protagonistin und war natürlich hier super gespannt, was uns bei Magic Sparks erwartet. Und auch hier sind wir in einer Fantasy-Welt. Wir sind Urban Fantasy unterwegs, wo Vampire, Werwölfe und allerhand andere, ja, mysteriöse Wesen ihr Unwesen treiben, die gehören aber einfach zu unserer Welt dazu. Das heißt, keiner ist verwundert, dass die auf einmal auftauchen. Und unsere Protagonistin darf dann eben diesem Sonderkommando ihre Ausbildung beenden und doch dann passiert etwas. Sie wird direkt in der ersten Nacht getötet, wacht aber dann wenige Stunden später im Leichenschauhaus, heißt das so? Ihr wisst, was ich meine, wacht sie dann eben auf und muss dann eben erstmal rätseln, was ist überhaupt mit ihr passiert, wie konnte das jetzt sein, wer hat sie ermordet und dann geht sie auch noch auf die Suche nach ihrem eigentlichen Ausbilder und ja, mir hat das auch super gut gefallen. Bin mit dem Ende nicht ganz so glücklich, aber bin natürlich super gespannt, in welche Richtung sich dann der zweite Band entwickeln wird. Und wir haben hier eben so ein bisschen Urban Fantasy, wir haben ein bisschen Mystery, wir haben ein bisschen Grusel, wir haben aber auch einfach so ein bisschen den Krimi-Fall zu lösen, ähnlich wie es auch schon im ersten Teil war. Und ich mag hier einfach den Humor von Helen Harper, ich mag die Ich-Perspektive, die wir hier wieder eingenommen haben und ich war hier super neugierig und bin definitiv nicht enttäuscht worden.
Dann ist von Claudia Duwel das neue Buch eingezogen, Der Zukunft wieder trauen. Die Autorin habe ich durch den kleinen Alltagsmagier kennengelernt. Ein Buch, das ich selbst, ich glaube, zweimal gelesen habe und auch zwei oder dreimal schon verschenkt habe. Und mich hat Claudia Duwel angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte auf ihr neues Buch. Das Thema hier ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, denn es geht um Krisenphasen, in denen wir Verluste erleiden und uns dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und wir haben hier aber dann auch Löwenzeiten, die eben die Phasen sind, in denen aus den Tiefen der Seele der Löwe als Mentor und Krafttier auftaucht, als Sinnbild für die eigene Mitte und starker innerer Begleiter. Und es gibt hier drei Etappen, die uns erzählt werden, und es sind zahlreiche, leicht durchführbare Übungen, den Leserinnen und Lesern sich auf die eigene Löwenreise zu machen, um den Schmerz zu verwandeln und innere Klarheit zurückzufinden. Ein Buch, das Mut macht und Löwenkräfte weckt. Und das Buch wäre vielleicht vor einem Jahr tatsächlich noch eine Spur besser gewesen, als ich wirklich vor lauter Trauer nicht wusste, wohin mit mir. Ich glaube aber, wenn man Mechanismen findet, während es einem gut geht, die eben einem auch bei schwierigen Zeiten helfen und man sich darauf zurückbesinnen kann, hilft einem das. Und deswegen freue ich mich hier sehr, dass Claudia bei mir angefragt hat, und freue mich sehr, das Buch dann auch zu lesen. Es ist auch nicht sehr dick, dementsprechend denke ich, also auch sehr leicht, sage ich mal, so greifbar, und bin hier so schon sehr gespannt, was mich erwartet. Und es ist ja ähnlich auch wie mit Yoga und Meditation, wenn man sowas eben übt, während es einem gut geht, während man gute Routinen hat und so weiter, dann fällt es einem eben auch in Stresszeiten nicht schwer, das eben einzuhalten, weil man schon weiß, was im Grunde zu tun ist. Und ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Und jetzt kommen wir zu dem Buch, bei dem es leider irgendwie keine Verlinkung mehr gibt, weil es einfach schon so alt ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ich hatte schon mal reingeguckt. Ja, 1999, wobei so alt ist das noch gar nicht. Aber ich glaube, es gibt das Buch, ist jetzt einfach nur in anderen Varianten. Und zwar ist das von Osho, Meditation. Und über Osho bin ich durch eine liebe Freundin schon mal aufmerksam gemacht worden. Dann auch bei, ich glaube, bei Eva von Herz aus der Zunge habe ich auch schon 1, 2, 3 Bücher gesehen, und irgendwo auf Bookstagram bin ich auch drüber gestolpert. Und ich habe das eben bei Tauschticket entdeckt, und es ist, geht hier um die ganze Kunst der Meditation, und es ist die Kunst, dich zu erinnern, wer du bist. Und ich bin ein Freund der Meditation. Ich weiß, was sie in mir kann, wie ich sie anwenden kann, damit sie mir hilft, sagen wir jetzt einfach mal so, ohne, ja, das ist quasi wahrscheinlich sehr mystisch, aber und hier geht es um die Einführung, es geht um eine Geschichte, wozu meditieren, erste Schritte, die Kunst, den Verstand zu beobachten, Gefühle und Verstand, erkenne dich selbst, Erfahrung ist alles, glaube nichts, Transformation und so weiter, Freiheit, Krankheit und so weiter. Ich bin super neugierig. Also ich bin sehr gespannt, was es mir hier noch zu erzählen gibt. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, auch mal wieder so ein bisschen was Theoretisches, vielleicht mit neuen Impulsen zu dem Thema zu lesen. Und da war ich super neugierig, und deswegen habe ich es ertauscht. Mit der lieben Sarah, einer ganz lieben Zuschauerin von mir, hallo Sarah, habe ich einen kleinen Buchtausch gemacht. Sie hat nämlich in einem meiner Bücherwochen über die Bücher von Joey Kelly gesprochen, dass sie die gerne lesen würde, während ich glaube, eins der beiden Bücher vorgestellt. Jetzt hatte ich, glaube, das mit Amerika, und dann hatte ich sie einfach mal angeschrieben, ob wir nicht irgendwie einen kleinen Buchtausch machen wollen, und Sarah hat mitgemacht, sonst gäbe es jetzt auch nicht zu zeigen, daher das natürlich. Und ich habe ein Buch von Mia Newman ertauscht, Bist du gehst. Und wer sich jetzt fragt, wer ist denn Mia Newman? Ja, das ist eins der Pseudonyme von Adriana Popescu. Und Mia Newman wird jetzt auch im Juni, Mitte Juni, ein neues Buch herausbringen, also die liebe Adriana. Und wir haben hier wohl sehr tiefgründige, emotionale Liebesgeschichten, die eben nicht so locker und leicht sind, wie sie als Adriana Popescu schreibt. Da macht sie ja durchaus lockere Liebesgeschichten. Dann hat sie ja auch ihre Jugendbücher. Bei Piper hat sie eher so ein bisschen ernstere Romane in der Gegenwartsliteratur. Dann schreibt sie ja noch Krimis unter Adriana Jakob. Es gibt sie ja aber auch noch unter Carrie Fisher und ich glaube auch noch unter Sarah Fisher. Da hat sie ja auch eine Liebesgeschichte in E-Mail-Briefform geschrieben. Und hier haben wir nun Mia Newman, und mir kommt tatsächlich die Frau bekannt vor, die hier draufsteht. Nicht, dass ich die Frau kenne. Ich glaube, auf irgendeinem Mark Levy-Cover war die auch schon drauf. Also es ist irgend so ein Stockbild, aber ein schönes Cover, wie ich finde. Gibt auch noch ein anderes Cover, was ich jetzt bei Amazon entdeckt habe, was mir nicht ganz so gut gefällt. Es geht hier um Nicole und Charlie, die in der gleichen Stadt wohnen, und zwar da schon immer. Doch erst ein schrecklicher Unfall führt sie zusammen, was
als zufällige Begegnung auf dem kalten Krankenhausflur beginnt, entpuppt sich als ein Moment, der beide verbindet für immer. Nur eben nicht so, wie sie es sich vorstellen. Bis du gehst, wenn ein Abschied keiner ist und das Loslassen zum Kraftakt wird. Eine berührende Geschichte über Liebe, Hoffnung und die Unvorhersehbarkeit des Lebens. Und sie hat ja sogar eine komplett eigene Geschichte unten drunter. Eigentlich als Tochter aus Nürnberg. Aha, okay. Super spannend. Ja, wenn wir Adriana kennen, wissen wir. Ja, mittlerweile ist es ja auch ein offenes Pseudonym und dementsprechend kann man jetzt bei Adrianas Instagram-Profil auch sehen, dass sie ihr neues Buch jetzt dann auch herausbringt. Das sieht optisch richtig schön aus. E-Book ist schon angekündigt. Ich möchte es aber unbedingt als Special von Adriana selbst, am besten mit Signatur und allerhand Drumbums, und freue mich da auch schon drauf. Aber ja, jetzt vielleicht schaffe ich es noch vorher, bis du gehst, zu lesen. Danke auf jeden Fall, Sarah, für den wunderbaren Tausch. Es ist auch noch ein zweites Buch bei mir eingezogen, nämlich eins aus der Make It Count-Reihe, und die steht ja hier unten. Und ich habe gar nicht so bewusst gewusst, dass ich das Buch bei Sarah angefragt hatte. Also ich wusste nicht, dass es bei mir schon hier steht, weil es eben ein ganz anderes Cover hat. Dementsprechend ist es im Grunde gar nicht wirklich eingezogen, sondern im Grunde direkt wieder auf den Ich misste dich aus Stapel gegangen. Dann wurde ich vom Verlag angeschrieben, vom Aquamarin Verlag, dass man auf meinem Lovely Books Account gesehen hat, dass ich gefühlt alle Bücher von David Michie gelesen habe. Und es gibt ein neues von David Michie, Der Magier von Lhasa. Und ich war schon überrascht, dass das nicht im Heine Verlag, glaube ich, erscheint, wo auch die Katzen des Dalai Lamas erschienen sind. Und es ist jetzt wohl ein spiritueller Tibet-Thriller. Ich bin super gespannt. Ich finde das Cover richtig cool gestaltet. Bin auch super happy, dass mich der Verlag angeschrieben hat. Und es ist der erste Thriller des Bestseller-Autors. Und es ist ein spiritueller Thriller, der die Leser in die parallelen Welten von Buddhismus und Quantentechnologie entführt. Also mega interessant. Wir treffen auf den jungen buddhistischen Mönch Tenzin, der das Chaos der Besetzung Tibets durch die Rote Armee in den 50er Jahren erlebt und gerade in dieser Zeit die Erfüllung seines Lebens findet. 50 Jahre später sieht sich der Londoner Quantenwissenschaftler Matt Lester Gewissensentscheidungen ausgesetzt, die sein gesamtes Weltbild erschüttern, als seine idealistische wissenschaftliche Anschauung mit den skrupellosen materiellen Interessen, meine Güte, entschuldigt, eines Investment-Oligarchen zusammenprallt. Doch die Leben der beiden Männer sind merkwürdig miteinander verknüpft. Und es soll ein Buch sein, das bei jedem Kapitel die Spannung erhöht und diese Spannung bis zum Ende durchhält. Und wir haben hier ein Buch, das die Welt des Buddhismus und der Meditation auf wundervolle und höchst versierte Weise nahe bringt. Und ich bin super neugierig. Also ich bin sehr gespannt, hätte ich irgendwie gar nicht so mitbekommen, weil ich da eher tatsächlich bei Random House immer geguckt habe, wann kommt denn mal was Neues. Aber ein tibetischer Thriller, ich bin mehr als gespannt und super neugierig. Also ich freue mich darauf, optisch auf jeden Fall schon ein richtig schickes Buch. Dann geht es weiter mit einem englischen E-Book. Mir ist aufgefallen, irgendwie ist der Mai schon fast um und du hast noch gar kein englisches E-Book gelesen, liebe Steffi. Und dann habe ich mir Steel Striker geholt von Mary Lou. Das ist der zweite Teil der Skyhunter-Dilogie. Ich habe das Buch im April gelesen, den ersten Teil, und fand es richtig, richtig gut. Habe, glaube ich, nur so ein, zwei kleine Kritikpunkte gehabt, fand das eine super spannende Geschichte und dachte, warum geht jetzt das Licht weg? Hallo? Ist ja echt immer schrecklich, wenn hier draußen ein Wolkenspiel ist, aber es, ich hoffe, es geht einigermaßen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, hier, jetzt greifst du einfach zum zweiten Teil, dann hast du die Dilogie auch abgeschlossen, und das ist eben Steel Striker. Die Cover beider Bänder sehen wirklich mega mäßig gut aus. Wir sind hier im Jugendbuch, Fantasy, Science-Fiction-Bereich unterwegs in so einer Dystopie, und wir verfolgen im zweiten Teil im Grunde die Geschichte direkt weiter. Ich glaube, es lag irgendwie so ein halbes Jahr dazwischen. Ich habe das Buch auch schon beendet. Ich fand den ersten Teil ja richtig toll, mit viel Spannung, und war dementsprechend auch super neugierig, wie die Geschichte weitererzählt wird, weil wir eben auch eine ganz besondere Protagonistin haben, die eben das ein oder andere Handicap hat, die auch von ihrem Leben als Geflüchtete so ein bisschen erzählt, aber dann in der Armee arbeitet und da eigentlich auch Gutes tun möchte und auch ganz ehrenvolle Gedanken hat, dass sie mit dabei ist. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen ein besonderes Band zu jemandem, wo sie eigentlich erst gar nicht weiß, ob sie ihn trauen soll oder nicht oder auch kann. Und
Ja, der zweite Teil ist dann auch das Ende der Dilogie und ja, es war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es hat definitiv ein bisschen Potenzial auch liegen lassen, aber ich glaube, es kommt dann auch jetzt in der nächsten Bücherwoche richtig. Dementsprechend werde ich jetzt gar nicht so viel dazu erzählen. Aber wenn man natürlich den ersten Band gelesen hat, den man sehr gut fand, dann liest man in der Regel ja auch den zweiten Band. Und hier muss ich sagen, war ein gutes Ende, aber die Kritikpunkte werde ich euch dann einfach in der nächsten Bücherwoche erzählen. Und dann habe ich noch zwei echte Bücher hier. Hier habe ich bei einer Tauschticket-Partnerin bin ich über ein Buch gestolpert und ich mache das tatsächlich ganz gerne, dass ich da mal aufs Profil schaue, was vielleicht sonst noch für Bücher von der Tauschpartnerin angeboten wird. Und ich habe hier bei einer Tauschpartnerin tatsächlich drei Bücher ertauscht. Wir konnten uns auch mit den Tickets ein bisschen reduziert einig werden. Sie hat das Ganze dann auch in einem Paket gepackt, also nicht dreimal eine Büchersendung gemacht und hat eben ein Gesamttauschticket, sage ich mal, eingestellt, damit ich auch nur einmal die Gebühren zahlen musste. Also wer bei Tauschticket angemeldet ist, der kann sich das jetzt so grob vorstellen. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Tauschticket und immer wieder, wenn ich irgendwie ein Highlight-Buch vielleicht gerade suche oder wirklich auch einfach Bücher, die ja jetzt dann vielleicht einfach ein Taschenbuch und das Hardcover und wie auch immer. Also ich mag das super gerne. Es sind drei Bücher bei mir eingezogen und zwei verraten jetzt schon, was Anfang Juni, am 1. Juni bei mir einziehen wird. Nämlich wir bekommen ein neues Familienmitglied. Diesmal wird es nicht eine Katze, sondern ein Hund. Und ich bin einige Male, der Algorithmus weiß genau, wenn man einmal irgendwas mit Hund eingibt, wurde mir einiges mit diesem Buch angezeigt von Maike Maja Novak, wie viel Mensch braucht ein Hund? Und ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen ähnlich sieht der Hund auf dem Cover Zuwachs sozusagen auch ähnlich. Maja Novak liebt Hunde und die Hunde lieben sie. Maja Novak ist eine Mensch-Hund-Trainerin, die eben ganz neue Ansätze führt und sie ist wohl auch tatsächlich irgendwie vor 10 Jahren im Fernsehen zu sehen gewesen. Also mir sagt tatsächlich das Gesicht jetzt nichts, aber ich bin ja auch sehr wenig beim Fernsehen unterwegs. Und sie erzählt hier verschiedene Geschichten aus ihrem beruflichen Alltag von Hund Timur, dessen Besitzer ihn nur der Deuvel nennt, von den wilden Besitzern, die ihrem Pudel Leibchen anziehen und sich ärgern, dass er beißt, aber auch vom riesigen Mastiff, der ein duftendes Geheimnis verfolgt und vom winzigen Benno, der seinem Frauchen neuen Lebensmut gibt. Wir haben hier also verschiedenste Geschichten rund um die Autorin und eben die Hundegeschichten, die sie erlebt. Und es geht hier eben um tierisch-menschliche Beziehungsstrukturen und sie stellt sich eben die Frage, wie viel Mensch braucht ein Hund und wie viel Mensch verträgt er. Finde ich super spannend, freue ich mich drauf, das zu lesen. Dann ist bei mir das Buch von Lauren Graham eingezogen, einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl. Ich habe ja, ich glaube, die Gilmore Girls jetzt zweimal komplett durchgeguckt gehabt, ich glaube das letzte Mal auch im letzten Jahr. Ich mag die Serie sehr gerne, ich mag die ersten 3 Staffeln, glaube ich, am liebsten. Dann entwickelt sich Rory in eine Richtung, die nicht ganz meinem Geschmack entspricht und nicht ganz nachvollziehbar ist, obwohl ich in den ersten 3 Staffeln, ich glaube, tatsächlich da noch ganz gut mit dabei war und auch Rory gut verstanden habe und auch Lorelei. Und dann geht aber irgendwann dieses Hin und Her mit den Männergeschichten und so los und das war dann irgendwann nicht mehr so meins. Und über diese Serie, diese 4 Folgen, die dann irgendwie 10 Jahre später spielen, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Dennoch bin ich super gespannt, was Lauren Graham hier zu erzählen hat, denn sie nimmt uns eben mit hinter die Kulissen der Gilmore Girls und es gibt hier sehr viele Geschichten, die direkt aus ihrem Leben sind, peinliche Geschichten von Erwachsenwerden, Geschichten über verwirrende Dates und aufregende Anfänge und darüber, wie sie sich einmal mit einem Hintern für eine Rolle vorgesprochen hat. Das hat jetzt im Vorlesen irgendwie weniger Sinn gemacht. Und dann durfte sie eben in ihre Lieblingsrolle schlüpfen, Lorelei Gilmore, und dann dachte sie 2008, dass sie sie nie wiedersehen wird. Und ich glaube, dann kam ja irgendwann tatsächlich im Grunde der Switch. Ich bin super gespannt. Ich erwarte mir jetzt nicht hochtrabende Literatur, aber ich möchte einfach ein bisschen gut unterhalten werden und ich kann mir das bei der Schauspielerin tatsächlich ganz gut vorstellen. Das waren sie jetzt, die 14 Sub-Bücher, die sozusagen ja zu größtenteils, ein paar sind ja schon gelesen, aber zu größtenteils diesmal tatsächlich auf dem Sub sind. Und ein Buch, was nicht auf dem Sub landet, weil es ist einfach kein Sub-Buch, ist im Grunde Spiel- und Spaßschule für Hunde, 200 Spiele, Tricks und Übungen. Also man sieht, die Steffi ist hier direkt im Game drin. Ich bin super gespannt, ob da was dabei ist. Ich habe noch nicht groß reingeguckt, ich habe es aber eben bei der Tauschpartnerin sozusagen gesehen und dann wurde dieses Dreier Paket drauf.
Es gibt hier so einige Themen, die drin sind, also von, ja, wie man das mit der Spielschule so handhaben kann, Grundausbildung, über Spielereien, über den Alltag, Obedienz, Fuß bei Fuß, Steh und Sitz, aha, da gibt es ja nochmal Unterschiede, das stille Örtchen, ja, ganz wichtig bei einem Hund, dann gibt es Tricks und Übungen nur zum Spaß, Freizeit und Sport, zum Beispiel eben auch Radfahren, mich würde ja noch interessieren, gibt es hier auch irgendwas, wie man mit ihm schwimmen geht, das wäre ja so mein Favorite, Sprunghindernisse, Kontaktzonenhindernisse und so weiter, also ich werde mich hier belesen, ist aber natürlich jetzt kein Buch, was man am Stück wahrscheinlich wegliest, sondern immer so häppchenweise, deswegen landet es auch nicht auf dem Sub. Aber ich freue mich drauf, das Buch zusammen dann mit meinem Neuzugang im Juni sozusagen zu erlernen. Und ihr werdet natürlich, denke ich, jetzt dann auch in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr darüber erfahren. Oder ja, ich glaube, so müsste es sein, dass die Bücherwoche danach kommt, jetzt nach den Neuzugängen. Glaube ich zumindest, denke ich zumindest. Aber werdet ihr ein bisschen was hören. Und ich denke, dann wird es auch immer mal in den Bücherwochen auch ein bisschen, da wird er dann irgendwann wahrscheinlich auch mal hier sitzen. Und wenn alles gut geht, er meine Katzen nicht auffrisst oder meine Katzen ihn, man kann es nicht wissen. Aber ja, da seid ihr jetzt schon mal ein bisschen geupdatet. Es wird auf jeden Fall ein bisschen Hunde-Content geben. Dann denke ich auch auf Instagram, findet ihr auch unten in der Infobox. Und das waren jetzt 14 Bücher. Ein paar sind schon gelesen, einige leider noch nicht. Das mit den haptischen Büchern im Mai, das tat mir tatsächlich selbst am meisten leid und weh, dass ich das einfach nicht hingekriegt habe. Aber ich habe nach wie vor Schmerzen in dieser Fingerkonstellation, wenn ich da zu lange anspanne und zum Beispiel einen Stift halte. Aber gut, man braucht Geduld. Ja, etwas, das ich vielleicht auch mal nachkaufen sollte. Ich kaufe etwas mit Geduld. Aber gut, ja, genug von mir. Lange genug gequatscht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch schon gelesen. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns hier ein bisschen austauschen. Was ist so bei euch eingezogen? Haben wir jetzt vielleicht auch ein Buch gemeinsam auf dem Sub? Können wir uns natürlich auch ein bisschen drüber austauschen? Würde ich mich sehr freuen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.